Nein! Shall we play a game? Gut, an alle da draußen und danke, dass ihr super tolle Videos eingeschaltet habt. Hier ist wieder Konsumonso mit Enterraria und Dorf natürlich in Farbe und Bunt. Und ja, es ist einiges passiert. Ich habe ein paar Levels gemacht durch die tolle Goblin-Armee, die hier nochmal vorbeikam. Und ihn, Xonia, habe ich dann unten in der Höhle gefunden, wo ich Lebenskristalle am Suchen war und ihn direkt befreit. Dazu zwei weitere Stockwerke gebaut, damit die ganzen Spacken auch einziehen können, wie die Partygirl hier. Da hinten ist ein Schienensystem, dazu erzähle ich nachher noch was oder zeige ich euch nachher, was ich da gebaut habe. Und wir gehen jetzt erstmal unten in die Höhle hier rein, wo ich einige Lebenskristalle gefunden habe. Ich hoffe, ich finde die auch noch alle, die ich markiert habe. Und was ich auch noch gemacht habe, ist hier noch auf den Decks schön geskillt, meine Status Points. Und bei den Klassen bin ich auf den Range Practice Level 10 hochgemacht auf Passiv. Der macht den Rage Damage 50% stärker, also höher, was ziemlich geil ist. Hier 20% mehr Critical Rate, auch auf Level 10 und Freedom, damit wir ein bisschen mehr Movement Speed haben. Unsere Waffen haben jetzt nämlich 116 und die Harpune habe ich auch von der Goblin-Armee getroppt bekommen und sie hat 125, was ein bisschen stärker ist als vorher. So, jetzt bin ich echt am Überlegen, wo die ganze Scheiße ist. Wir nutzen das Schwert hier am besten, weil damit es ziemlich hell ist. Und ich hoffe, mit der Aufnahme wird YouTube nicht meinen tollen Filter da total verkacken, dass alles total grau und hell aussieht. So, warte mal, hier war unten eins, das weiß ich. Das habe ich nämlich hier schon rumliegen, das fressen wir auch gerade mal. Weil normalerweise habe ich hier vorher schon 10 Minuten aufgenommen, also im vorigen Part. Aber dieser Filter hat mir gar nicht, ich war extremst abgefuckt davon und in dem Part war also immer nicht viel passiert, außer dass ich hier oben rumgelaufen bin, die Lebenskristalle markiert habe, hier ein paar Schatzkisten gefunden habe, sie aber nicht geöffnet habe und mich halt geskillt habe, aber das ist jetzt nicht so interessant. Hier, den habe ich aber schon gesehen, ist ein komischer Fehler, weil der Magma Stone, den kriegt man eigentlich von den Fledermäusen in der Hölle und irgendwie ist er hier drin. Ich weiß nicht, ob das ein Enterraria normal ist, aber es ist sehr, sehr komisch. Bringst du mir 4 Schaden? Fuck, hab ich nicht irgendeinen Müll, den ich nicht brauche? Ach, scheiß dran. Ne, behalten wir, aber das nehmen wir auf jeden Fall nachher, um damit wir schön Feuerkugeln machen können. So, bauen wir auch mal ab. Jetzt muss ich echt gucken, wo ich hier überall war. Das ist immer doof. Das Dumme ist, meine Karte, die, haha, ist ja auch wieder geresettet. Ja, das ist ein bisschen Abfucker. Ich bin ja am Überlegen, ob ich die neue Version runterladen. Vielleicht ist da gefixt worden. Weil das ist eigentlich das Einzige, was mir Tiri auf die Eier geht. Warte mal, hier war ich nämlich auch. Ich habe nämlich ganz viele Lebenskristalle hier gefunden. Da unten ist einer. Da sieht auch die Fackeln von mir, dass ich gesagt habe, hier, Digga, bau mal ab und so. So, machen wir das hin. Badabaum, 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 badabaum. Mehrere Lebenskristalle. Wir müssen uns auf einen wegen Tag- und Nacht wechseln. Oh, was ich mir auch unbedingt holen muss, was mir gerade einfällt, ist beschissener Greifhaken, den wir uns aber auf jeden Fall aus Diamanten machen werden. Das ist irgendeinem komischen Klunkerlein hier. So, das nächste Herzteil, ihr seht's. Ach, komm jetzt. So. Das ist aber jetzt zum Beispiel ein anderer Weg, wo ich war. Das sind, glaube ich, sogar 2 Herzteile. Ja, da hinten ist noch eins. Weil ihr seht, ich bin da irgendwo außen hier rumgelaufen, hier wieder runtergekommen und hier unten seht ihr auch gleich, das sind locker 10 Millionen Pilzbiome nebeneinander. Das ist irgendwie ziemlich strange. Da hinten ist wieder so ein Rave-Häschen hier oben. Schon am Dancen ist. Oh, mach doch schneller hier, dabei, dabei. Ihr verreckt mal bitte. So, Lebenskristall. Und das Schöne ist, was mir gerade wieder einfällt, ihr könnt ja schwimmen. Für unsere wunderbaren Flippers. So, den nehmen wir auch noch mit. Wunderbar. Mal da hoch. Ja. Ist hier oben noch irgendwas interessant. Leute, da oben ist eine Water Chest. Geil. Also das Schwert ist auf jeden Fall ziemlich geil, um geheime Räume hier zu finden, also Räume zu finden, weil manchmal habt ihr Glück, guckt da und dann kann man irgendwelche Räume hier finden und so habe ich ganz oft eigentlich fast alles gefunden und mich dann einfach nur noch dahin gebaut. So. Andere Steuerung. Oh, es geht mir auf die Eier, wenn der nicht richtig baut, ey. Das geht mir so auf die Eier. Zum Beispiel, ich drücke. Warum baut er gerade nicht? Verstehe ich nicht. Bau, bau, bau. Jetzt baut er. So. Zap, zap, zap. Achso. Gib mir die Water Chest. Komm, da müssen jetzt Wasserlaufstiefel oder so ein Scheiß drin sein. Das wäre ziemlich geil.
Junge, ein Beachvolleyball. What the fuck machst du hier unten? Okay. Was da zum Beispiel? Das ist auch noch ein Raum. Aber ich glaube, das ist der Raum, wo ich vorher runtergegangen bin. Wir gucken trotzdem mal. Aber wie gesagt, ich habe ja eigentlich gefühlt so 10 oder so Lebenskristalle markiert. Uhrzeit kann ich jetzt gerade da nicht so geil checken. Da oben ist es doch. Ich habe es auch gesehen. Ich habe vergessen, die Uhr wieder zu stellen, ich Idiot. Aber ist kein Ding. So halbwegs sehe ich es. Was ist das denn? Permanently increase maximum life by 20. Wow, bringt uns das auch. Was ein Scheiß. Sehr sinnvolles Item, muss ich sagen. Komm jetzt. So. Guck, so habe ich es auch gefunden. Ihr merkt, irgendwie sind wir die letzte Zeit immer an ganz vielen Lebenskristallen vorbeigelaufen, scheinbar. Weil es hier wirklich sau viele gibt. Komm, schneller, marsch du mal. So. Lol, what the fuck? Ich level dadurch sogar ab. Die Dinger scheinen mir scheiß viel Dings zu geben. Aber ich hätte einfach hier vorbeilaufen sollen, Alter, ich Idiot. So, aber ich glaube, das ist nämlich nicht der Hauptweg, wo ich war. Ey, ich bin gerade echt überlegen, wo ich noch lang gelaufen bin. War das nur hier oder wo war das noch überall? Ich weiß es echt nicht. Und ich hoffe, die lauten Kinder draußen hört ihr nicht. Die sind wieder am Rumplären hier. Ich glaube, es war hier, oder? War die Pitbrium? War man da drin? War ich da drin oder war ich da nicht drin? Das frage ich mich gerade. Weil ihr seht, die sind überall so Biome, so Pilzbiome. Was ziemlich crazy daisy ist. So, wir gehen mal hier rein. Wenn euch der Part auf jeden Fall jetzt schon mal gefällt, könnt ihr auf jeden Fall jetzt dem Video schon mal einen Daumen hoch geben. Auch nachher für Schienensystem, das werdet ihr auch noch sehen, was ziemlich geil geworden ist. Noch eine Schatzkiste. Ein Extranator Nactor Nicodicofactor Scheißding, okay. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Egal. Haben und nicht haben. Ich frag mich echt, warum hier so viele fucking Hasen sind. Oh, da hinten. Dann wieder zwei, was habe ich gesagt? Hier sind wirklich sau viele. So. Dumm. Komm jetzt. So, wir haben 557. Schon um einiges besser. Wir haben noch lange nicht voll. Da sehen wir noch mehr finden. Aber wir könnten jetzt theoretisch von Skeletten schon mal einen Schlag aushalten. Das ist schon mal wunderbar, weil ich glaube, der zockt 600 oder so. Ah, Hallöchen. Das habe ich sogar gar nicht markiert. So. Jetzt könnten wir theoretisch fast zwei Schläge von ihm aushalten. Ist ja sexy Maxi hier. So, da oben ist nämlich auch noch. Hier ist alles voller Pilzbiom. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren oder so. Ich glaube, das waren auch immer noch nicht alle, die ich markiert habe. Es hat mir so schwer, das alles wiederzufinden, ey. Ich hätte es doch direkt abbauen müssen. Aber dann hätte wieder irgendeiner von euch rumgestresst. Nee, warum hast du nicht aufgenommen, Digga? Was ist los hier? So, dann gehen wir hier unten noch rein. Ui. Da unten schon war auch noch eine Schatzkiste. Ja, also Schatzkisten haben wir auf jeden Fall hier genug, wie ihr merkt. Ich hau dir also ein Schwert, um irgendwie einen Raum hier zu finden. Okay. Fuck. Da ist glaube ich noch ein Herz hier unten drin, oder? War hier nicht noch eins? Nein. Doch, nein. Ach komm, wir fluten einfach mal unten das andere Pilzbiom. Das ist auch noch eine Kiste. What the fuck, Alter? Was geht denn hier ab? Und uns noch ein Herzteil. Was kriegen wir hier? Spike-Scheiße. Okay. Gut, das können wir abbauen. Können wir immer gebrauchen. So, da unten ist noch das Herzteil. Das nehmen wir uns gerade noch. Ich weiß, Lebenskristall heißt es, aber ich sag's immer falsch. Da. Haben wir jetzt noch drei, können wir jetzt noch schlucken. Oh, diese Geräusche hier, das Blubbern, das Wasser sind so schon schön gemacht. Habe ich nie drauf geachtet, weil ich immer andere Hintergrundmucke und so anhab. So, komm noch mehr, ey. Es müssen doch hier noch drei Herzen irgendwo rumgammeln. Das wäre sowas von perfekt. Dann hätten wir in dem Part direkt schon die total vollen Herzen. Das wäre voll sexy Maxi.
So, da schwimme ich hoch. Schwimm! Sorry, dass die Tastatur so laut hört. Aber kann ich nichts gegen. Och, Alter. Danke. So. Was haben wir hier drin? Ach, noch so ein Ding. Okay, warte mal. 4 Abwehr. Zwei Kritische. Och, nehme ich trotzdem mit, aber ganz ehrlich, so viel Abwehr, das gefällt mir. Hier noch irgendwo was? Da unten? Nein. Ich brauche mehr Herzteile. Bitte gib mir mehr Herzteile. Bitte, bitte, bitte. Alter, ich. Herzteile? Herzteile. Ich brauche echt einen Enterhaken. Da hätte ich mich nämlich irgendwo da hoch angeln können, was ich nicht gemacht habe. War ich hier nicht schon? Nee. Ist hier nicht ein Herz da drin? Nee. Ich weiß, dass irgendwo noch im Wasser eins ist. Oder gesagt, war. Och, Alter, schwimm doch einfach. Gibst du mir noch Herzteil, diese? Kommst du, gibst du mir? Gibst du mir? Haben sagen diese. Och. Behindert, Alter, behindert. So, nur mit Raum. Da, nein, nix. Da. Ja, auch nix. Gut, dann gehen wir mal an die Oberfläche. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu viel Zeit hier verbracht. Nee, es ist gerade. Ich denke, es war mal Nacht. So, wir machen hier schnell stapeln. Vielleicht haben wir irgendwas. Macht unsichtbar, trinkt den einfach mal. So scheißegal. Müll werfen und Müll werfen. Die kannst du mal hier reintun. Angreifer erleidet auch Schaden. Den nehmen wir mal mit. Den Beachvolleyball kannst du auch hier reintun. Den Extrinator. Den stellen wir mal hier hin. Hallo. Kriegst du den halt da? Bitte schön. Werfen wir weg. Werfen wir auch mal weg. Was wir auf jeden Fall aber noch machen, ist aus billigen Topaz. Ich könnte hier noch einen besseren machen, aber Topaz reicht uns vollkommen. Hauptsache ein Topaz-Hook. Jetzt ist nicht der, ist der schlechteste von allen, aber er ist, glaube ich, sogar minimal länger als der normale Gammelige. Also läuft das. So. Die ganzen Dinger wollte ich aber auch gerade mal mitnehmen. Und den lieben Guide fragen, ob man daraus irgendwas mega geiles machen kann. Bei Interrail gibt es ja neue Items. So, was haben wir hier? Laserklinge. Tistenrobe. Gamespark. Okay. So, daraus. Was ist das? Gains more experience because of your lighted wisdom. Da kriegen wir mehr Erfahrung. 8 Kobaltbahnen, 20 Bücher und 2 Smart. Das ist gar nicht so schwer zu machen. Wie geil ist das denn? Okay, was da 4? Kannst auch nichts machen. Was Topaz? Ach, das Sandgewehr, stimmt. 130 Schaden, Alter. Was sind das? Gains more experience by the power of light. 3 Weinreben, 20 Dschungelsporn und 2 Topaz. Ey, das könnte man sogar hinkriegen. Geil, nein, jetzt hätte ich mir keinen Topaz-Hook machen sollen. Fuck. Fuck, wie geil ist das denn? Wenn wir dann beide Ringe anziehen, kriegen wir doppelt so viel Erfahrung. Das muss ich mir mal merken. So, dü. Wird gerade schon wieder Nacht. Den Eisenhaut-Trank habe ich leider schon geschluckt. Das war ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen sehr scheiße. So, die großen Heiltränke nehme ich aber gerade noch mit. Ich weiß nicht, ob wir den überleben. Ja, die 4 Schaden, die kannst du eigentlich in dem Kampf in den Arsch schieben, die wir 4 Abwehr haben. Ich will nicht sofort sterben, das wäre ganz cool. Können wir auch schnell stapeln. 33 Goldbahnen. Ja, da hätten wir uns einen Slimehook auch machen können. Weil aus dem können wir uns die Krone machen und aus 99 Slime, das haben wir auch irgendwo hier noch rumgammeln. 76, es klappt, können wir uns den Slime King machen. Slime König beschwören. Okay, so. Yolo Molo. So, jetzt fahren wir mal mit der Biber-Bimmelbahn durch die Gegend. Habe ich ziemlich lang gebaut. Sieht eigentlich gar nicht so viel aus vom Baustil her. Sieht aus wie eine Achterbahn. Aber es ist scheiß viel Arbeit, weil man die ganze Zeit runterfällt und diese scheiß Seile hier rummachen muss und yeah.
Aber Sexy Maxi, weil wir jetzt ganz schnell zum Dungeon fahren können. Hui! Yeah! Ist auf jeden Fall ein ziemlich geiles Transportmittel, muss ich sagen. So, damit wir auch schön viel Zeit haben, um gegen ihn zu kämpfen. Ich wette, wir werden eh sauschnell verrecken, aber egal. Hui! Ach nee, was mir gerade einfällt, was ich aber machen wollte. Das machen wir auch gerade noch. Ich wollte... wer ist mein Magier? Ich glaube, du Spacken bist mein Magier, gell? Ja. So, das wollte ich nämlich gerade noch machen. I bought more schwache Heultrunk. Das ist unser billiger Magier. Ich nehme den einfach mal mit, Yolo Molo, weil, ja, kommst du jetzt mit? Fährt der überhaupt mit dem Dings? Ich weiß gar nicht. Gucken. Ich werde, ja. Genau, renn mal mit, ey. Mal gucken, wer schneller ist. Whee! Weil den brauchen wir, falls er seinen behinderten Feuerattacke drauf macht, die irgendwie 1000 zockt. Wäre das schon eine gute Hilfe. Ich habe das Gefühl, der wird ziemlich schnell verrecken, aber egal. Ja, kommst jetzt. Wir müssen uns beeilen. Macht Spaß, sich zu teleportieren. Ich glaube schon, gell? Hui! So. Ab geht der Peter. Hallöchen, mit was kämpfen wir jetzt? Mit der Harpune oder mit der... oder mit der hier? Ich hatte die dumme Idee. Ich hatte die ganz dumme Idee. Nämlich einfach... damit zu fahren. Hui! Nein! Alter, fick dich! Yeah! You're seeing me rolling. Wo ist er? Hä? Ist der jetzt weg, oder was? Ey, sag mal, willst du mich irgendwie verarschen, oder was? Jetzt ist der weg. Aber warte mal, der ist jetzt aber nicht besiegt, oder? Ich werde dich verreckt jetzt. Guck mal, wir machen einfach YOLO MOLO, komm. Willst du mich verarschen? Ich hab den mir gerade fucking... Wow! Alter, ganz ruhig. Was zur Hölle? Nein! Nein! Aber Leute, einen Daumen hoch dafür. What the fuck, Alter? Das muss ich mir auch fürs Normalterrarium merken, wenn das geht. Einfach mit dem Ding wegfahren, dann ist der weg und du kannst ins Dungeon rein. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Habe ich eigentlich... ach Gott, das habe ich ja nicht. Okay. Ja, also gefällt mir eigentlich. So, wir heilen uns damit noch einmal. Ja, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Zwei Points haben wir. Wir gehen damit. Vitalität. Abwehr brauchen wir auch. 45 haben wir nur. Ich glaube, wir hätten ihn aber eigentlich auch so geschafft. Aber was hätte er droppen können? Er hätte das Magiebuch, was wir nicht nutzen. Und die Skeleton Hand. Aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so geil. Also von daher, who cares? Jetzt haben wir noch mehr Zeit, um fortzukommen. Nur der Bunny hat mich gerade ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, ach komm, die besiege ich locker, weil der schon rote AP hatte und dann, ja. Bin ich einfach mal so verreckt. Egal, wir können jetzt dungeon. Sau geil. So. Ja, hier kam der doch raus, gell? Ja, was ist das für ein Scheiß? Bunny Avenger. Bunny Avenger. Der die anderen Bunnies tötet. Der macht den Bunny 600 Schaden. Willst du mich verarschen? Was zur Hölle? Alter. Okay. Was immer das auch war, aber YOLO. So, wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall einen scheiß Schlüssel. Ich will die Bunnies jetzt gar nicht angreifen, bevor so ein Typ wieder rauskommt, weil der hat 600 gezockt. Was nicht wenig ist. Da kommt er wieder raus, da kommt er wieder raus. Nein, nein. Ja, genau, bleib so. Und jetzt komme ich mit der Harpune, mach so. Genau, sehr gut, dankeschön. Mein Freund war gestorben. Warum kann ich mich eigentlich nicht so teleportieren zu meinem coolen, Ey, was ist denn hier ab? Das hatte ich vorher noch nie hier, so ein Scheiß. Da kommt der bestimmt wieder raus. Wenn ich die ganzen Bunnies töte. Nein, nein, doch nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Ich habe die Dings gedodged. Wow, 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 wow. Fuck. Ja, Leute, das Dungeon ist irgendwie so ein bisschen Banane, oder?
Gefällt mir jetzt schon nicht, der Aufbau von dem Dungeon. Oh! Oh! Da oben sehe ich was. Da ist eine Schatztruhe und da ist ein scheiß Herzteil. Geil. So. Ich habe ein Level gemacht. Okay. Scheinbar bringen die ja recht viel, Dinger zu kaputt machen. So. Ihr merkt, ich bin auch gerade ein bisschen ruhig vom Kommentieren. Das ist aber, liegt eher gesagt daran, dass ich, ja, gerade ein bisschen konzentriert bin, dass ich nicht sterbe. Ich habe immer noch keinen scheiß goldenen Schlüssel gekriegt. Mach mal was, du Spacken, Alter. Ich brauche einen goldenen Schlüssel. Ich brauche Heiltrank. Ey, hier kommen aber auch überhaupt keine Skeletons oder so ein Scheiß. Ist es vielleicht wegen dem Bug irgendwie so, dass das, keine Ahnung, dass ich Skeletons doch nochmal besiegen muss, damit auch hier andere Monster spawnen außer Hasen? Das so gedacht ist, so geplant war, dass es so geht. Weil, ja. Ich glaube kaum, dass ein Hase hier so ein scheiß Schüttel droppt. Oh mein Gott, das ist ein Skeleton. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Wie geil ist das denn? Also spawnen sie doch. Naja, wer weiß, ob das so ein richtiges ist, das Spawn auch gibt. Nee. Es war nur so ein normales, gammeliges. Alter, das kann doch jetzt nicht angehen, dass ich da so einen Bug habe und das jetzt hier nicht mehr geht. Sag mal, willst du mich verarschen irgendwie? Ja, nicht, dass im harten Modus dann ja auch nur so scheiß Bunnies hier spawnen. Och, ist ein Müll, Alter. Vielleicht hat irgendeiner eine Ahnung davon, aber das hatte ich in meinem ersten Durchlauf hier nämlich überhaupt nicht. Dass hier nur Bunnies drin sind. Ein bisschen komisch. Ja, aber wirklich jeder Gegner ist hier ein Bunny. Das ist auf jeden Fall ziemlich romantisch. Ich meine, wenn die mir Schlüssel geben, dann scheiße ich da drauf. Aber das ist natürlich schon ziemlich scheiße gerade. Oh. Ja, Leute, wir sind jetzt im Dungeon, aber... So. Ich finde wirklich keinen einzigen Scheißschlüssel. Das gibt's doch nicht. Das geht mir gerade echt auf die Eier. Schön, dass du da rumwitherst. Das ist überhaupt kein Gegner, Alter, Idiot. Was machen? Weil unsere Welt würde ich schon gerne behalten, weil ich ja diese sexy maxi Bimmelbahn gebaut habe. Aber scheinbar ist er gerade ein bisschen kaputt. Ich frage mich, ob der alte Mann jetzt auch schon einzieht oder ob der wiederkommt. Das frage ich mich gerade. So. Weil hier können wir nämlich mal so ganz und gar nichts erwarten. Ja, toll. Er ist gestorben. Ja, voll geil, muss ich sagen. Wir gucken mal kurz, ob der alte Mann wieder da ist, weil, finde ich ziemlich komisch. Crazy Daisy. Und dummer Kollege ist wieder am Start. Kommt mit. Ach. So. Fahren wir wieder schön bei Licht, damit ihr nochmal diese schöne Bimmelbahn seht. Ja, komm, gib mal Gas. So. Der Idiot teleportiert sich die ganze Zeit wieder. Oh, Alter, zog mich schon wieder lang. Ich weiß es gar nicht, ob das 10 oder 15 oder 20 Minuten sind. Ich hätte mal auf die Uhr schauen sollen, während ich aufgenommen habe. Haha. Egal, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zum Dungeon, gucken, ob da dieser Spacken da ist. Wenn nicht, muss ich das irgendwie nochmal lösen. Aber diesen Bug hatte ich noch nie. Und der ist wieder da. Er ist wieder da. Also ich schätze, wir müssen ihn töten, sonst kommen wir nicht ins Dungeon. Was ich aber komisch finde irgendwie, wie ob das geplant ist vom Entwickler. Sehr komisch. Egal, wenn euch der Part gefallen hat, dann einen dicken Daumen bis zum Himmel. Ganz wichtig, schön kommentieren, wenn das Video besonders gefällt, natürlich auch teilen. Und im nächsten Part werde ich dann einfach auf Nacht warten. Und dann werden wir Skeletten töten. Und hoffentlich, ich mache gerade hier noch auf HP, hoffentlich werden dann endlich das Dungeon normal und dann können wir da endlich goldene Schlüssel farmen. Das wäre ziemlich geil.
Aber wird schon irgendwie laufen, also. Haut rein, bis zum nächsten Part, euer Konto Monzo. Brr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 r